Schönen Sonntagabend. Ein Mädel aus St. Pölten hat diese Woche auf sich aufmerksam gemacht. Ina-Alice Kopp. Sie könnte das neue Bond-Girl werden. In China ist sie schon ein Star, in Hollywood am besten Weg, einer zu werden. Superstars wie Angelina Jolie und Nicole Kidman trifft Ina-Alice Kopp im Moment nur bei Madame Tussauds in Wien. Aber bald will sie sich zu ihnen zählen, denn in ihrer Wahlheimat L.A. kümmert sie sich sehr intensiv um ihre Schauspielkarriere. Also ich lese jeden Tag ein Drehbuch, ich habe jeden Tag ein Casting und das, ich lebe da jetzt zusammengenommen seit 1,5 Jahren. Und ich glaube, ich habe mit jedem Casting-Direktor in Hollywood bereits zu tun gehabt. Habe für sehr viele Kinofilme vorgesprochen, die du bestimmt kennst, von Inglourious Basterds über Iron Man, Batman, Resident Evil, also große Blockbuster. Ihr Traum vom großen Hollywood-Blockbuster könnte aber bald Wirklichkeit werden. Sie gilt nämlich als potenzielles neues Bond-Girl. Dem Schönheitswahn will sie aber nie verfallen, hört sie schließlich genug erschreckende Geschichten, wie zuletzt über Nicole Kidman. Ich habe mal mit einer Maskenbildnerin gearbeitet, die auch mit ihr gearbeitet hat an einem ihrer Filme. Und das war eben kurz nach Nicole Kidmans Facelift und die hat mir erzählt, dass sie halt ziemlich erschrocken war, als sie dann so beim Frisieren hinterm Ohr und am Haaransatz die Narben fand. Wenn sie nicht gerade in L.A. lebt, läuft sie in China über den roten Teppich. Da ist sie nämlich schon längst ganz oben. Sie spielt die weibliche Hauptrolle der fernöstlichen TV-Serie Departed Heroes und verbucht dort bereits 100 Millionen Fans. Ich bin Ögurin, Jialiyar. Es mag einem Spanisch vorkommen, aber die Österreicherin spricht tatsächlich fließend Chinesisch. Meinen ersten Kontakt mit China hatte ich durch meinen ersten Freund, als ich 15 war. Der konnte sehr gut Chinesisch. Und als ich mir dann später überlegt habe, was ich studieren will, habe ich mir gedacht, es wäre doch eine gute Idee, eine neue Sprache zu lernen. Sinologie studierte sie in Wien und China. Dort lernte sie neben der Sprache auch andere Dinge der chinesischen Etikette, mit denen man sich bei uns nicht beliebt machen würde. Und dann duff, Schlag am Boden. Damit bin ich schon während dem Studium allmorgendlich geweckt worden, weil immer derselbe Typ vor meinem Fenster vorbeigegangen ist und immer zum selben Zeitpunkt dort ausgespuckt hat. Ein Jahr lang. In Wien ist sie selten, obwohl sie oft Heimweh hat. Und unser Kulturexport macht ihr das Leben in der Ferne nicht gerade leichter. Einmal habe ich zufällig im Auto in Los Angeles Amadeus gehört. Und da sind mir sofort die Tränen runtergekullert. Aber für ihren großen Traum nimmt sie das gern in Kauf. Schließlich will sie ja auch im Rest der Welt eine große Karriere machen und nicht nur in China. Hallo, ich bin Ina. 请大家关注 Dominikanzl 的 Chili